気がつと食らう嘘を唸って変わるも人は誰かの痛みを心に抱くほど強くなる。Yo, was geht ab? Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute mit einem kleinen Podcast und zum ersten Mal ist mit dabei der Basti. Hallo. Hallo, servus. Wir gehen heute von Ryo Soldier die dritte und vierte Folge durch. Ich habe ja letzte Woche eigentlich schon eins zur dritten Folge hochgeladen. Das wurde mir aber gelöscht, weil ich den... Ich denke, es liegt daran, dass ich als Hintergrundvideo den Trailer verwendet habe. Und ja... dass die das nicht wollten, sagen wir mal so. Dann gehen wir mal kurz auf Folge 3 ein und Folge 4 werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen länger machen. Wie fandest du Folge 3, Basti? Folge 3 fand ich eigentlich ganz okay. Es war die Einführung der bei weiteren Real Soldier, Grün und Schwarz. Jetzt muss ich kurz überlegen, Towa und Bumper. Ich brauche da immer ein bisschen bis die Namen, aber ich glaube, dieses Mal sitzen es. Towa und Bumper, genau. Genau. Oder? Towa? Ne, Towa. 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 Mit W. Genau. Towa, genau. Und Bumper. Ja, ich habe es da auch nicht immer so mit den Namen. Ja, ich brauche immer 3-4 Folgen, dann habe ich es eigentlich schon drin. Ja, und die zwei haben mir eigentlich auch relativ gut gefallen. Ja, das stimmt. Also ich habe es auch in dem anderen Video erwähnt, aber das werden nicht so viele Leute gesehen haben, weil das war ja relativ schnell down. Ich dachte eigentlich wirklich, als ich mir Super Sentai Strongest Battle angeschaut habe, weil da waren die ja dabei, schwarz und grün, und einfach so von dem, was ich so gesehen habe, von denen dachte ich eigentlich, Green ist wieder so das bisschen dieser kindliche und Black ist dieser dramatisch düstere Typ. Und ich musste in der Folge 3 meine Meinung extrem revidieren. Also Grün ist, glaube ich, Towa, ist einmal ein richtiger kleiner Psychopath. Das sieht man schon in seine Augen und von seinen Aussagen und dass sie einfach mal Ui töten wollten. Ich meine, klar, Ui wird die sein, das habe ich auch schon in den anderen Videos gesagt, das wird die sein, die wird mir am meisten auf den Sack gehen in der ganzen Serie, das weiß ich jetzt schon. Aber töten muss man sie trotzdem nicht, weil in Folge 3 war sie echt okay. Ein Comedy-Charakter, denke ich. Bitte? Also ein Comedy-Charakter. Ja, ja, klar. Also die gibt's ja immer. Aber bei der Ui habe ich sofort gewusst, okay, die geben mir mal richtig auf die Nüsse. Von Anfang an. Ja, ohne Scheiß. Da, wo sie schon angefangen hat mit ihrem Social-Media-Zeug und so, da hat die mich schon genervt irgendwie. Aber wie gesagt, in Folge 3 war sie wirklich okay. Also da habe ich es wirklich nicht schlecht gefunden. Ja, der Fokus auf ihr. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, und das ist so ein Ding, das, was ich wirklich glaube, ich glaube, ihr Vater hat irgendwas mit dem Bösen zu tun. Der schaut oft so. Und im Opening, wenn du schaust, dann, ich weiß nicht, das kommt mir so vor, als hätte der irgendwas mit dem Bösen zu tun. So wie es bei Kamen Rider Build war, mit dem Coffeeshop-Owner. Irgendwie ja. Sowas. Ja. Aber ich hatte tatsächlich auch den gleichen Gedanken, auch an der gleichen Stelle des Openings, mit dem Vater oder auch mit der Ui, dass die irgendwas mit dem Bösen zu tun haben. Die Ui glaube ich nicht. Ich glaube rein nur der Vater hat was mit dem Bösen zu tun. Es ist halt irgendwie schon manchmal im Opening dann doch schon dargelegt, dass die irgendwas... Ja, und ich finde, und wie gesagt, ich finde einfach den Blick vom Vater, der kommt immer so rüber, so irgendwie so zwiegespalten oder keine Ahnung. Es kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch liege, aber ich denke, dass der irgendwas mit der bösen Seite zu tun hat, von denen wir ja eigentlich noch gar nicht viel wissen, von den ganzen Hintergründen und so. Und was ich mir in der dritten Folge schon gedacht habe, jetzt nochmal auf Green und Black zurückzukommen, das ist so dieser typische Super Sentai Ablauf. Es muss immer irgendwo ein Familiendrama mit dabei sein und dass die irgendwie die Eltern oder die Familie von Grün und Schwarz ausgelöscht haben oder irgendwie sowas. Und das wird ja in Folge 4 nochmal deutlicher, aber da kommen wir ja dann nochmal dazu. Ja. Was geil war der Mecha. Ich finde auch das Cockpit mega geil von dem Mecha. Dieses neue Prinzip mit diesen, dass dieses ganze
Cockpit verspiegelt ist und doch sieht man irgendwo die Silhouette von den anderen Senshis. Also das ist richtig cool. Das quält man so unglaublich gut, das Cockpit von dem Megasort. Ja, das war auch mein Gedanke. Das gefällt mir auch mega gut. Lehnt sich aber irgendwie, oder? Hm? Wenn wir noch links und rechts gucken, sehen die sich, oder? Richtig, oder genau. Also so denke ich mal. Das schaut zumindest so aus. Das habe ich jetzt nicht so richtig sehen können oder nicht so richtig wahrgenommen. Ich glaube, ich habe jetzt gesehen, wenn einer in dem Cockpit ist, dass die Spiegel auch nur ihn zeigen, aber irgendwie... Oder nee, es war auch das so, gesehen? Dass sie ihn nur gezeigt haben, also den Einzelnen, wenn alle drei drin waren. Aber ich denke, die Möglichkeit besteht, dass sie sich gegenseitig sehen. Irgendwie so, aber vielleicht sieht man da noch mehr oder wenn dann quasi das erste Mal dieser Fünffach, also... Das müssen wir dann bei der vierten Folge mit dazu nehmen. Wenn halt quasi dann mal eine Fünfer-Kombination ist oder dann irgendwann einmal eine größere Kombination, ob sich dann das Cockpit irgendwie verändert oder sonstiges, vielleicht sieht man da irgendwo, ja, wie das genau läuft. Dass die dann zusammen vielleicht noch in einem Raum stehen, oder? Wäre möglich. Also ich denke, ich nenne es jetzt bewusst einmal Ultrasort, also bei der höchsten Sortentwicklung, die wir in der Serie bekommen werden, da denke ich, dass alle in einem Cockpit sein werden. Und nicht so abgetrennt, wie es jetzt ist. Das wird die Zeit zeigen. Ja, und generell gefällt mir das Mecha-Design gut. Ich meine, klar, diese Steckplätze sehen irgendwie aus wie Lego. Aber ich meine, wir hatten ja auch schon Minecraft mit Suoja. Von dem her geht Lego auch klar. Also dieser Minecraft-Megasort war so, ja das ja, für mich. Ja. So, genau. Ja, kenne ich jetzt nicht so. Ja, ich hab's schon angeschaut. Gehört nicht zu meinen Lieblingsserien, aber ich hab's angeschaut. Allein schon wegen Suo Whale, um mal ein bisschen kurz vom Thema wegzukommen. Aber im Generellen finde ich das gut. Wir haben ja vorher auch schon kurz drüber geredet, dass der Mecha einfach so beweglich ist und auch wirklich wie so ein Kämpfer, wie ein Ritter rüberkommt und nicht irgendwie so wie weiß ich nicht, wie Clusterfuck G12 damals oder so. Ja, das stimmt. Null ja. Bewegung. Also ich meine, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich meine jetzt den Ultrasort in Anführungszeichen aus Go Onja. Wir haben den damals im Sentai World Forum, wo wir ja alle irgendwann einmal drin waren, haben wir den immer Clusterfuck genannt, weil der so überladen war. So, kurz zu dem Thema. War G12 war das, oder? Genau, zusammen, Clusterfuck ja. G12. Das ist ein cooler Name. Ja, ja. Das haben wir damals mal eingeführt. Keine Ahnung, ist schon so lange her. 10 Jahre her. Kishiryu O jetzt, der ist sehr viel wendiger, kann sich sehr viel bewegen, was natürlich auch in den Kämpfen sich widerspiegelt, die auch richtig cool gemacht sind. Ja, das stimmt. Generell auch dieses Bösewicht-Design oder diese, dass mal nicht irgendeinen Roboter gibt oder irgendein Monster gibt oder irgendwas Spezielles gibt, das was das Monster groß werden lässt, sondern sie groß werden, weil sie die Energie von ihren Opfern abziehen. Und wenn sie quasi die volle Größe und ihre volle Stärke erreicht haben, heißt es quasi, das Opfer stirbt. Ja. Genau, das, also dieses Ding finde ich auch mega cool gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Erinnert mich auch ein bisschen an X. An was? Entschuldigung, du hast kurz einen Aussetzer gehabt. An Kamen Rider X8. Ja, stimmt, vom Prinzip her ja. Und ich bin fasziniert davon, dass sie immer wieder was Neues finden. Jetzt eben mit den Großwerden der Monster, sich da auch wieder was Neues einfallen lassen. Ja, stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Also, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was die Monster, glaube ich, betrifft. Ja, ist ja egal. Das fällt mir bestimmt wieder ein. Gehen wir zur Folge 3? Zur Folge 4 meinst du, oder? Folge 4. Okay. Ach so, ja, da ging es um das, was ich sagen wollte, war wegen Towa und Bumper. Ach ja, genau. Wie eiskalt die eigentlich sind, dass die einfach random die Opfer umbringen wollen, dass die Monster ja nicht groß werden.
Ja, das fand ich auch krass. Also das hat mich schon leicht geschockt in dem Moment, weil diese Beweggründe, natürlich gab es immer diese harten Senshis in Super Sentai, die wo da nicht so Wert auf Gefühle legen von anderen oder sonst irgendwas. Aber ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, dass es mal jemanden gibt, der quasi einen Menschen umbringen wird, bloß dass das Monster nicht groß wird oder stärker wird. Keiner geschafft. Was ich mich dabei aber frage, die waren eine Weile alleine unterwegs. Mhm. Ob die das vielleicht nicht schon in der Vergangenheit getan haben. Wäre möglich. Also ich denke, das wird man im Verlauf der Serie sehen. Was ich mir jetzt aus dem Gespräch, ist mir das jetzt gerade eingefallen, was ich mir vorstellen könnte, wäre quasi, dass diese Monster von ihrer Familie Energie gezogen haben und sie haben ihre eigene Familie auslöschen müssen. Das wäre natürlich, das wird natürlich zeigen, warum die zwei so düster sind. Dann wieder dein Familiendrama. Ja, das Familiendrama ist ja sowieso, also da bin ich mir seit der vierten Folge 100%ig sicher. Weil alleine schon, dann kommen wir jetzt eben mal zur vierten Folge, alleine schon, wie er dann dem Vater, also wie Schwarz dann zu dem Vater am Schluss sagt, wenn du mit deinem Sohn Zeit verbringen willst, dann verbring Zeit mit ihm. Und fertig. Und dass sie ihn verschont haben, quasi, weil er der Vater ist und so. Wo du sagst. Also, das Familiendrama ist bei den zwei für mich 100%ig sicher. Was es genau ist, weiß ich nicht. Aber es hat irgendwas mit ihrer Familie zu tun. Zwei kriegen ja nochmal. Was, du hast zwischendurch kurze Aussätze, jetzt muss ich nur mal fragen, was hast du gesagt? Zwei haben kriegen sicherlich noch ihre Erfolgen und das wird alles nochmal. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit bekommen die noch ihre Folgen. Jetzt nächste Folge ist ja, hat ja Schwarz seine Folge. Hat man ja in der Preview gesehen. Ja genau, wir hatten ja jetzt mit Folge 4, war das jetzt glaube ich, die Folge mit Grün. Tova, ne? Ja, Tova. Genau, grünes Tova, schwarzes Bumper. Genau. Und dann haben wir die zwei Brüder abgehandelt. Genau. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von die richtigen Comedy-Folgen in Sentai, aber die muss ich ganz ehrlich sagen, also die Folge 4 war Comedy-Folge und die hat mich richtig gut unterhalten. Ich habe mir nur gedacht, bei dem, also es war mir klar, das hat man in der Vorschau gesehen, dass das Tova gegen Co. kämpft, quasi, dass die zwei sich dem Team anschließen. Das war ja da diese Vorgabe für den Kampf. Aber dass die einfach random aufeinander zustimmen, in bester Ninja- oder Samurai-Manier, und dann schneiden die nur die Blätter in Formen und Co. schneidet halt so einen blöden Hasenkopf und der andere macht zwei Typen, die sich gegenseitig eine Visitenkarte übergeben. Ich hab gemeint, ich bricht zusammen. Ja, da habe ich auch übel lachen müssen. Also nochmal für die, die es nicht gesehen haben. Ihr müsst euch vorstellen, wie es halt in Sentai üblich ist. Stehen sich zwei gegenüber, eben Co. und Tova, und ziehen die Schwerter und stehen sich gegenüber mit vollstem Ernst und gehen aufeinander los. Und man geht einfach davon aus, dass sie sich mit den Schwertern da irgendwie schneiden. Und dann stehen sie halt dann da, nachdem sie aneinander vorbeigelaufen sind, und man denkt einfach, jetzt fällt einer um, jetzt ist irgendwas passiert. Dann drehen die sich um, gehen in die Hocke und gucken da ihre zerschnittenen Blätter an. Das war also, das unfassbar. War also da und danach mit Steinschere, Papier und also generell diese Rivalität zwischen den zwei, die war wirklich gut in der Folge. Auch wie sie da auf die Monster, wie sie sich gegenseitig reinkicken, bloß weil der andere mehr Monster erledigen will als der andere. Und dann, wo sie nebeneinander herlaufen und einfach mal komplett beide gegen das Geländer laufen und ja, war schon cool. Und dass eigentlich Bumper die zwei irgendwo wieder mal unter Kontrolle bringen musste. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Rivalität zwischen den beiden auch so ein kleiner Running Gag in der Serie. Mit Sicherheit, ja. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es wirklich funktioniert. Ja. Auf jeden Fall. Aber dann genau. Könnten sie beiden sich auch öfter mal im Weg stehen, also wie man es jetzt in Folge 4 gesehen hat. Ja, die das... Die ja beide das... angreifen und sind dann da am Zaun hängen geblieben. Das ja. War nicht produktiv. Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja, und im Generellen, also die Folge 4 hat mir wirklich auch im Allgemeinen wieder gut gefallen. Na gut, dass ein Säbelzahntiger wieder mal zu den Dinosauriern gezählt wird, aber das kennen wir ja schon. Komm absolut nicht klar damit, dass der grün ist. Ja, das ist schwierig, nachdem man nur den gelben aus Zoo Ranger kennt, also aus Mighty Morphin Power Rangers, ist das schon schwierig, gell? Weil er eben schon sehr ähnlich schaut, nur in grün halt. Das ist schon krass, ja. Das dachte ich mir schon, als wir die Preview hatten letzte Woche. Dass der ihm sehr, sehr ähnlich schaut. Und, genau. Ja, und dann waren sie ja auf der Suche nach den zwei verbleibenden Dino-Knights. Dino-Knights, die Mechas. Ja. Von grün und schwarz. Da fand ich einfach nur lustig, wie sie da den Berg zerstören wollten, ist halt. Ja, unfassbar, da bin ich auch fast zusammengebrochen. Da, wo Tyramigo da dagegen haut und so und dann voll enttäuscht ist und die drei, also Melto, Co. und Towa, einfach nur schauen, so, okay, der hat jetzt den Berg auch nicht klein bekommen. Also, das war auch super, das war echt geil. Und auf der anderen Seite, also für die es wieder nicht gesehen haben, unsere Gruppe hat sich hier aufgeteilt in zwei Gruppen und also in der einen Gruppe ist ihren Namen vergesse ich immer noch Asuna. Asuna, genau. Asuna und Bumper waren zusammen unterwegs und Ko, Towa und Meito waren zusammen unterwegs. Asuna und Bumper. Bamba halt voller ernste Typ auf sich da oder auf die Mission konzentriert und sie versucht da irgendwie ein Gespräch in die Wege zu leiten oder irgendwas über ihn rauszufinden und er reagiert halt einfach nicht. Und sie ist voll frustriert darüber, dass er sie ignoriert. Ja. Das war gut, ja. Ja, und ich finde Melto, Co. Und Towa, das sind schon Charaktere, die in einer Gruppe einfach mega Fun machen, dem Zuschauer. Weil das alles drei einfach so verstrahlte Typen sind irgendwo. Alter. Ich meine, Melto hatte ja auch seine guten Szenen in Folge 3, da wo sein Dino Knight nicht auf ihn reagiert hat, weil er gleich so voll arrogant war und so. Das fand ich auch cool. So alle, yay, hey, und dann verschwindet da irgendwie seiner. Ja. Wo ich noch länger brauchen werde, das weiß ich jetzt schon, ist bei den Namen von den Dino Knights. Also Tyramigo kann ich mir gut merken und dann wird's aber schon wieder gut, das ist Tigerlanze, glaube ich, ist ja. Grün, oder? Genau. Triken ist blau. Triken, genau. Triceratops und Ken, also Schwert. Ja. Und Gott, wie heißt Pink? Ja, genau. Aber ich habe da auch noch meine Probleme. Ja, aber das kommt. Das ist immer, nach ein paar Folgen weiß ich dann die ganzen Namen und so. Das Witzige ist, Ui, klar ist das ein leichter Name, aber den habe ich mir sofort merken können, wegen Dragon Ball Super, wegen Ui Goku, also Ultra Instinct Goku. Genau deswegen habe ich mir gleich Ui merken können. Megato no Gokui. Mal kurz nochmal zu der Ui. Da muss ich jetzt nochmal zurückgehen zur ersten Folge nochmal kurz. Da ist so plötzlich von jetzt auf nachher dieses Intro von ihrem Channel gekommen. Mhm. Und ich habe mir einfach nur gedacht, hä, was denn jetzt los? Ja. Einfach überhaupt nicht mit gerechnet. Aber ihr Channel scheint ja auch nicht wirklich gut zu laufen, ne? Nee. Ja, wie gesagt, also man wird sehen, wie sich das entwickelt. In Folge 3 fand ich sie nicht schlecht. In Folge 4 war sie eigentlich in meinen Augen gar nicht richtig präsent. Also auch nicht so, dass ich es jetzt, dass man es wirklich gemerkt hätte, dass sie präsent ist. Und ja, das wird sich zeigen, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, also der Vater, ich kann mich da nur wiederholen, der Vater hat irgendwas mit dieser bösen Seite zu tun. Und wenn er von denen bloß irgendwie kontrolliert wird oder erpresst wird oder irgendwie früher mal mit denen was zu tun hatte oder so, aber irgendwas ist da. Oder er wird von denen noch gefangen. Genommen. Er hat ja diese ganzen Höhlen da gefunden, die sie ja da jetzt ausfindig machen. Oder ja, ausfindig, das kann auch sein. Wir wissen ja noch nicht so wirklich, wenn der sechste Senshi kommt. Ja. Da habe ich den, da ist mir jetzt der Name gerade entfallen. Ja. Wir wissen ja noch nicht wirklich, wie der dasteht. Also auf welcher Seite er am Anfang steht und keine Ahnung. Und ich meine,
dem sein Dino Knight muss ja auch erstmal gefunden werden und so. Und da kann das natürlich alles sein, was du gesagt hast, dass da den Vater noch brauchen dafür. Also sagen wir mal, der Sechste steht am Anfang auf der dunklen Seite, dass sie ihn quasi dazu brauchen, dass der sein Dino Knight findet und so. Der wird, ja. Generell werden die Dino Knights ja in diesen Höhlen irgendwie versteckt sein. Also, ja, das sind diese Tempel. Das sind die Tempel. Ja, genau. Ja, stimmt, das sind Tempel. Ich bin jetzt generell mal ein bisschen gespannt, da müssen wir auch ganz kurz auf Folge 1, wo der Master von Ko getötet wird. Da ist doch dieses Amulett kurz zu sehen und wie dann Ko quasi die Kraft in sich aufnimmt und dann bekommt er ja diese roten Augen. Da bin ich auch mal gespannt, wie tief, ob das irgendwas mit der Verbindung zu ihren Dino Knights zu tun hat oder... Genau, weil ich glaube, da hängt schon was dahinter, weil diese Szene oder so eine Szene hat man nämlich im Opening auch. Roten Augen? Ja, so generell, so dieses rote Feuer, mehr oder weniger, das, was er dann in den Augen hatte und so und an dem Amulett war. Ja. Entschuldigung, muss nur kurz einen Schluck trinken. Genau. Also, nochmal Folge 4. Ich bin nicht so bewusst gewesen, deswegen... Ja, war ich gerade am Überlegen. Jetzt, wo ich das ein paar Mal gesehen habe und natürlich mir Gedanken drüber gemacht habe, auch wie ich vielleicht noch ein paar andere Videoformate zu der Serie machen kann. Ich finde auch eben der Anfang von dem Opening, das ist für mich wie bei Power Rangers Zeo mit diesen neon gerenderten Figuren und so. Das schaut aus wie bei, also da, ja, klar ist das nicht beabsichtigt oder so, aber ich habe mich halt gleich erinnert gefühlt. Da, wenn am Anfang vom Zio-Opening das Zio Go Zio kommt, da stehen es doch auch so in diesem Neonlicht mehr oder weniger da. Also das fand ich, also ich finde, ich bin wirklich, das muss ich jetzt mal zwischendurch sagen, von Anfang bis Ende, also von der ersten Sekunde an bis jetzt zum Ende von der vierten Folge, mit der Preview von der fünften Folge bin ich wirklich begeistert von der Serie. Ich freue mich auch schon auf die fünfte Folge. Der Name von der Folge ist auch geil. Also da bin ich echt gespannt, weil das wird bestimmt wieder eine ernste Folge. Ja, oder eine ernstere Folge. Man wird hier auch so den ersten Clash mit diesem General haben. Mhm. Irgendwie wird da was Größeres passieren. Ja, also es ist ja die Folge vom Bumper. Da werden wir, ich weiß nicht, ob wir dann wieder eine Vierer-Sort-Kombination wie in Folge 4 sehen werden oder ob wir gleich die Fünfer-Kombination sehen, aber ich denke auf die Vierer, weil in der Vorschau hat es so ausgeschaut, als wäre Towa irgendwie verletzt oder so und könnte nicht mitkämpfen, aus irgendwelchen Gründen. Würde ja auch Sinn machen, wenn wir, weil jetzt in der vierten wurde ja auch der schwarze Dino Knight. Nur zum Schluss. Und der wird, ja genau, ich denke, der wird dann so den Hauptmaker einnehmen. Ja. So nennen. Jetzt hast du wieder einen kurzen Aussetzer. Okay. Ja, du musst es nochmal wiederholen, Entschuldigung. Also ich habe gesagt, dass der schwarze Dino Knight, wie gesagt, geteased und der wird, denke ich, den Hauptmaker einnehmen. Ja. Dann wäre der auch vorgestellt und dann hat der auch seine eigene Folge bekommen. Genau, und es würde auch passend zur Charakterfolge von Bumper. Ja. Das ist wohl wahr. Ich finde generell das Prinzip gut, weil bis jetzt, wie ich vorher, wir haben ja davor, das müssen wir die Zuhörer kurz erklären, wir haben ja davor kurz geredet und ich finde das generell gut. Das, sonst war es immer so mit Dreierteams. Und ich vergleiche jetzt mal bewusst mit Kyoryuger. Da war es ja so, da war das Dreier-Main-Team und hat die Dreier-Sort-Kombination gemacht. Und dann sind die zwei anderen dazugekommen und dann hat es halt eine Dreier-Sort-Kombination mit Rot und den beiden anderen gegeben. Entschuldigung. Und ich finde es jetzt gut, dass man auch Vierer-Kombinationen machen kann. Dass man nicht mehr so abhängig ist von der oder der Sache, sondern einfach mal, ich habe mir tatsächlich gedacht, es läuft so klassisch, Dreierteam. Oder auch wie es in Ding war, in Suoja, da war es ja genauso. Mit dem Dreierteam, also mit dem Dreier-Mecha zumindest. Und da dachte ich echt, das wird wieder so. War positiv überrascht, dass es jetzt da auch Vierer-Kombinationsmöglichkeiten gibt.
Also Dreier, Vierer und Fünfer Kombinationsmöglichkeit. Und was dann später kommt, das wissen wir ja noch nicht. Mit Zusatzmechas, mit dem Mecha von dem sechsten Senshi und so weiter. Also das werden wir ja dann sehen, wie sich das verbindet. Ich hoffe bei der Verbindung, dass es so klobig wird. Also je mehr Mechas man bekommt, desto klobiger werden die Dinger. Ja. Da hoffe ich, dass das Beweglichkeit vom Kirio-O behalten wird. Ja. Ich denke, alle Mechas, die zusätzlich kommen, da wir ja ein Ritterthema haben, also Ritter-Dinosaurier-Thema, denke ich, dass alle zusätzlichen Mechas, die kommen werden, wenn zusätzliche Mechas kommen, dass die alle mehr oder weniger als Rüstung fungiert, dass er dann schon klobiger wird, in Anführungszeichen, aber das nur, weil er einfach eine Rüstung trägt. Das wäre okay. Das denke ich, wird in die Richtung. Ich denke, dass es in die Richtung gehen wird. Das wird mich ja nicht mal stören. Wenn dann aufgrund der Köpfe, die dann vorne. Also wir haben ja beim Kishirio-O den Tyrannokopf vorne dran. Ja. Wenn sich das dann eben mit den anderen dann ändern würde, dann wäre das ja in Ordnung. Mir geht es ja nur darum, dass ich einfach sinnlos irgendwie die Megas irgendwo dran steckt. Das war ja beim Go-Onja echt mies, also wirklich mieseste Mega, den es überhaupt gibt. Oder Go-Sager war auch irgendwie ganz komisch. Ja. Ich hoffe, dass die das hier ein bisschen mehr durchziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mecha-technisch war ich die letzten Jahre generell überhaupt nicht begeistert. Also, klar, bei Go-Kaija war es okay und so, aber so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, der ist Hype, dieser Mecha, hatte ich für mich persönlich jetzt die letzten Jahre nicht. Da ist jetzt dieses Jahr quasi das erste Jahr seit langem wieder da, wo ich sage, hä, der hat was, der hat wirklich was. Da hast du recht, der gefällt mir auch, der hat mir schon auf den Scans gut gefallen. Mhm. Auch den habe auch richtig. Ja, du hast immer noch kurze Aussetzer. Was ich geil fand, war dieser Kopfwechsel, wie dann quasi einfach diese eine Soul rausspringt, gegen die andere kurz kämpft und dann geht die grüne Soul rein für den neuen Kopf. Das war auch cool. Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Diesen Kopf, der da rausspringt, wird das von, das ist ja so eine Art Schlüssel eigentlich auch, fungiert das ja. Ja. Wird es dann von dem, heißt denn die Dinger, die in die Changer stecken, haben die doch groß gemacht, oder? Ryo Soul, ja, das kannst du wirklich tatsächlich, ich weiß, es wird irgendwann auf unserem Kanal zum Meme, wenn wir mal mehr Leute haben, die sich die Videos anschauen. Ich weiß, ich vergleiche es also die Staffel grundsätzlich mit Kyoryuja, aber es ist tatsächlich so, es ist ja wie bei den Sudenshis. Die werfen es ja auch auf die Mechas und dann werden die groß, dass der quasi zum Beispiel Gabutera das ja in den Mund nehmen kann und dann quasi seine Energie davon zieht. Die schmeißen quasi die Ryo Souls, genau wie damals die Sudenshis, dann werden die groß und fungieren dann quasi mehr oder weniger als Steuereinheit, kann man vielleicht sagen. Da drin befindet sich dann das Kok, ne? Ich denke, wird Sinn machen auf jeden Fall. Ich hab das jetzt nicht so mitgekriegt, die da reinspringen. Ich glaube, das haben wir auch nicht einmal gesehen. Also ich wüsste es jetzt auch nicht. Ja, vielleicht wird es nochmal gezeigt. Vielleicht, ja. Also spätestens irgendwann in den letzten ein, zwei Folgen, weil da sind ja dann immer diese Shots ohne Helme und diese Shots, wie sie auch ohne Anzüge in die Mecha stehen und so. Das ist ja fast jedes Jahr so. Da wird man bestimmt auch irgendwie mal was zeigen. Okay. Also denke ich. Ansonsten, was ist so deine Meinung bisher zur Serie? Meine habe ich ja jetzt mittlerweile in mehreren Videos schon kundgetan. Meine Meinung ist, also ich fühle mich sehr unterhalten durch die Serie. Ich erinnere mich da sehr zurückerinnert an Zeiten von Kyoryuja und Shinkenja. Mhm. Beide durchgehend hinweg echt in Ordnung waren und ich denke, Soja hat hier auch extremes Potenzial. Mir gefallen die Suits, Charaktere sind jetzt alle, also es gibt jetzt keinen, den ich schlecht finde, ein paar Comedy-Elemente da drin.
Akers sind in Ordnung. Ich finde das Henshin cool, also das Echtzeit-Henshin, wenn man es dann mal sieht. Das finde ich sehr viel besser als diese Henshin-Sequenz, die man da zeigt. Die, wo meistens ist in Sentai. Ja, genau. Weil da ist ja Kamen Rider Vorreiter für die Echtzeit-Henshins. Das ist richtig. Aber seit einigen Jahren hat das auch Sentai drin, immer mal wieder. Ja, immer mal wieder, ich weiß schon. Und die finde ich auch ziemlich cool. Ja, also ich bin da auch total begeistert davon, muss ich echt sagen. Auch klar. Find ich die Musik finde ich da drin auch wieder cool. Ja. Also besonders gefällt mir hier, also das Opening natürlich klasse und die Melodie, die gespielt wird, wenn die dann kämpfen, finde ich eigentlich auch meistens richtig gut. Und seit langem mal wieder ein tolles Ending, Song, der am Ending gespielt wird. Ja. Wenn ich das jetzt mit Q-Ranger da vergleiche von vor 2 Jahren, das war ja irgendwie schon mies. Ach, Q-Ranger, das Ending. Ja. Boah, da haben der Dennis, das kann er mal erzählen, wenn er auch mal mit dem Podcast drin ist, da haben wir uns gedisst mit diesem Ending von Q-Ranger. Also unglaublich. Wenn wir uns gegenseitig auf den Sack gehen wollten, dann haben wir uns das zugeschickt. Aber dann in irgendeiner extrem verschnellten, also in irgendeiner 10-fache Geschwindigkeit-Version, die gibt's auf YouTube überall zu sehen, da könnt ihr auch dann auch schauen, wenn ihr das mal wollt, das ist Q-Ranger-Ending und das wird dann bei jedem Q wird's ums Doppelte schneller und das ist krass. Da wirst du total verrückt bei denen und da haben wir uns voll gemobbt gegenseitig, Gaudi halber halt. Der jetzige bei Real Soldier, nur Spaß so noch am Ende. Du bist zwischendurch, bist du komplett weg. Okay. Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, also liebe Zuhörer, wir sind natürlich gerade am Anfang von unserem Kanal, auch wenn es natürlich schon Videos gibt, die älter sind, aber so, dass wir das so aufziehen, wie wir es jetzt aufziehen, das ist ja erst seit kurzem. Wir arbeiten daran, dass Videos besser werden, dass auch der Ton besser wird und dass alles einfach besser wird. Nehmt es uns nicht übel, das sind die Anfänge von den meisten YouTubern gewesen. Also jetzt weiter, Entschuldigung. Ja, allgemein die Serie richtig toll. Also sie hat mich sehr unterhalten, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe schon in den ersten Folgen jetzt ordentlich lachen können. Oh, wie wir es ja auch schon gesagt haben. Wenn ich da Folge 1 nehme, wieder... wie heißt der, Asuna ihre Stärke da zeigt und den Koda einfach gegen die Wand kloppt. Ja. Schon mega cool. Ja, also es hat viele, viele gute Elemente. Ich hoffe, ich meine, wir hatten das schon ein paar Mal. Es kommt ja nicht auf uns an, es kommt ja immer darauf an, wie kommt die Serie in Japan an. Ich hoffe mal, dass sie gut ankommt, weil wenn sie nicht so gut ankommt, dann changen sie ja ein bisschen die Pace von der ganzen Serie. Das haben sie ja schon in vielen gemacht und ich hoffe, dass es da nicht passiert, weil zum Beispiel in GoBusters haben sie ziemlich zur Mitte, ich sag GoBusters habe ich noch nie ganz gesehen, ich muss mir das mal irgendwann ganz anschauen, aber ich weiß, dass sie da in der Mitte irgendwo ein bisschen das Prinzip ändern, weil da gibt es ja, glaube ich, dann auch ein neues Opening und so und ich hoffe, dass sie das bei dieser Serie durchziehen und ich hoffe, dass es konstant gut bleibt. Natürlich gibt es immer mal wieder Folgen, die dem einen oder dem anderen weniger gefallen. Aber ich hoffe, dass so alles in allem wirklich auf diesem Niveau bleibt oder sogar noch besser wird, als es jetzt ist. Ich denke mal aber schon, weil die ganzen Dinosaurier-Staffeln auch in den letzten Jahren, die waren ja jetzt nicht wirklich ein Flop. Nein, das ist sowieso nicht. Aber es kann ja sein, dass die Leute von der Thematik an sich nicht gefällt mit diesen Ritter und keine Ahnung. Wobei, ich glaube, da haben sie jetzt schon zwei gute Themen vermischt, die besonders für Kinder interessant sind. Ritter und Dinosaurier. Ich finde das auch richtig klasse. Oh, da gibt es irgendwann, durch wird auch mal so ritterliches, so ritterliche Musik während des Kampfes gespielt. Ja, das gibt es bestimmt. Also spätestens, sage ich mal, wenn Rot... und das wird er mit Sicherheit kriegen, so ein Battleizer bekommt, also ein Power-Upgrade bekommt, dann wird es bestimmt irgendwie sowas geben. Ja. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, halten wir diesen Podcast ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer, weil die meisten sind ja bei uns relativ lang. Ich mache kurz unsere Verabschiedung, dann kannst du auch gerne noch was sagen. Und genau. Und ach so, ja, für alle, die jetzt zuhören, Das jetzt soll ein wöchentliches Format werden. Also jede Woche, entweder mittwochs oder donnerstags. Ich meine, wir haben
wie wir beide zeitlich dazu kommen, werden wir sowas aufnehmen. Vielleicht ist auch mal der Dennis und der Sascha mit dabei, aber die sind momentan ein bisschen eingespannt. Aber im Generellen haben der Basti und ich vor, das weiter beizubehalten, da einen wöchentlichen kurzen Podcast drüber zu machen. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen soweit. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like, drückt den Subscribe-Button und die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt brave. Ja, ich hoffe auch, euch hat es gefallen und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Mir macht die Serie Spaß. Ich hoffe, ebenfalls Spaß beim Schauen und Hören. Und ja, wir hören uns wieder. Also, wir sind raus. Ciao.